Ja, also wir haben als Marschroute herausgegeben, der Werner Schuster und ich, dass wir heuer recht offensiv in den Sommer starten wollen. Wir waren leistungsmäßig mit dem letzten Sommer nicht ganz zufrieden. Wir hatten zwei gute Ergebnisse. Das war zu Beginn in Hinterzarten und das Finale in Klingenthal. Dazwischen waren wir mit den Leistungen eher weniger zufrieden. Das wollen wir heuer anders gestalten. Also wir wollen von Anfang bis Ende hier das Niveau mitbestimmen, wollen mit dabei sein bei den Besten. Und so werden wir auch in Hinterzarten mit den besten Leuten, mit dem kompletten A-Kader starten. Und es wird auch definitiv ein Highlight sein aus deutscher Sicht in Klingenthal, dann das Finale, wo ja eine Woche vorher ein Continental Cup stattfinden wird. Dort werden wir dann die nationale Gruppe ausspringen, die dann in Klingenthal beim Finale am Start sein wird.